Die BRTX Balkan aus dem Niederland. Unter der Leitung von Jerome. Thank you.
Wirklich. Ja, ich hatte die meine letzten. Fünf oder letzten. Über Eichhörnchen. Es gibt eine wunderschöne Aufnahme. Wunderschön. Wunderschöner. Eine beste Aufnahme. Ich hätte einfach mal kurz halb besoffen hin. Komm, sein, lass mal ein bisschen hinterherlaufen. Alles in Mann. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja. Einfach Sottenstau. Sottenstau. A7. Nein, A2. Nein, A2, A7. A-Stadt. A-W. Warum sind die hier so? Bester, das ist die beste Stau. Schottenstau. Oha, das hören die alles mit. Ja. Ich wette mit dir gleich fangen die an, sie zu spielen. Wie stimmst du? Sind nicht die hier. Sonst wäre es doch lauter gewesen. Ja, bis gleich. Komm wieder, du! Schön für dich. Einfach bestes Bild. Hier ist es. Das ist kein Video. Das ist ein Video. Ja, soll ich auf YouTube? Doch, für YouTube und TikTok. Nein. Nur für YouTube und TikTok. Ungefähr 18 Uhr, 19 Uhr, 19:30 Uhr ungefähr. Könnt ihr mal anfangen zu spielen? Ich möchte Musik haben. Sebastian, ich nehme mir alles weg. Alles die Großen und die Kleinen sind hier. Ich
Jaime, ich glaube, jetzt fangen die gleich an zu spielen. Ja, ist hier unter. 5, 4, 3. Nee, noch nicht. 2, 1. Und? Nee, noch nicht. Letzte Zahl ist? 0. Ja. Wieder mal. 5, 4, 3, 2, 1. Letzte Zahl no. ist? 0. Wieder mal. 5. Dann machen wir 10. Ja, wir gehen weiter. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. 0. 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6. Beste Aufnahme einfach. Erstaunen. Wir machen ihn einfach hinterher, hallo. Jerry hatte ich schon, aber das ist das beste Video, was ich je auf YouTube hochgeladen werde. Die Maschine einfach alle mit. Ja. Darf nicht? Darf man nicht laufen? Keine Ahnung. Nee, wir dürfen nicht, der Rest darf nicht. Keiner ist einfach still. Der diese komische Verrückte drauf hat, der einzige ist, der den komischen Stab hat. Doch, wir dürfen drauf. Hätte ich gerne drauf. Jetzt darf man. Einfach mal kurz Regeln missachten. Einer halt. Einer macht immer alles durcheinander. Ja. Du bist Berliner. Genau. Aber ich bin Pfeiler. Ich bin hier geboren. Und ich bin in Berlin geboren. Welches Schlatzen einfach. Wie lange wird das dauern? Bis am Frühjahr, ne? 17. Also wir sind insgesamt. Die wollen nämlich eine Preisverleihung machen, die beginnt um 17.45 und endet um 18.45. Also eine Stunde. Über eine Stunde dauert das hier. Du bist jetzt hier über eine Stunde hier dabei. Ja, mache ich noch extra. Was? Das machst du extra? Ja, für YouTube. Ja, bin ich da. Wohin? Du filmst wirklich längst. Mhm. Machen? Ich weiß, das war die beste Aufnahme. Darf ich aber bitte durch? Ist auch eine Pizza, Semio? Nee, nee, ich hab schon eine. Okay. Ich möchte mich nach der. Es gehört viel Mut dazu, sich einem solchen Wettkampf zu stellen.
Feine erkennt diesen Mut an und zollt den Weltcup-Teilnehmenden Respekt dafür. Nutzen Sie das 23. Heiligen Feine aber auch, um die vielen kulinarischen Festlichkeiten zu probieren, an den vielen Ständen typisch schottische Handwerksprodukte zu erwerben oder um sich an der Bühne in schottischen Tänzen und Liedern zu erfreuen. Ich bin mir sicher, für jede und jeden ist an diesem Wochenende etwas dabei. Am morgigen Tag wird außerdem die Feiner Innenstadt für alle Gäste wieder Tore und Türen geöffnet haben. Der morgige Tag wird ein verkaufsoffener Sonntag sein. Nutzen Sie doch den Besuch des Heiligen Gathering auch für einen großen Abstecher in Feiner Innenstadt und lassen Sie sich von dem Flair unserer Fußgängerzone überzeugen. Heute gilt es aber zunächst, dass für Schottland eher untypische Wetter zu nutzen. Erkunden Sie den Feiner Stadtpark, treffen Sie an diesem Wochenende alte Freunde wieder oder neue Freunde zum ersten Mal. Liebe Gäste, bedanke mich bei allen, die dieses wunderbare Fest wieder möglich gemacht haben. Ich danke den Scottish Geisterbund Feiner e.V. in Person von seinem Vorsitzenden Herrn Sofrecht herzlich, aber auch der Feine Marketing GmbH und hier stellvertretend die Leute aus der Behinderten. Auch 2023, zum 23. Mal bin ich mir sicher, dass das Heiligen-Gathering wieder ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr sein wird. Ich wünsche viel Spaß und Freude und vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Es ist jetzt eine ganz, ganz große Freude, zu einem kleinen Ständchen zu kommen, zu einer Person, die sich seit über 20 Jahren hier für den Auf- und Abbau und um die Steers kümmert. Das ist nämlich unser Knochen, der Bones. Und der hat nämlich heute Geburtstag. Und ich möchte euch bitten, alle Peitsche an mich bitten. Die Ortho-Peitsche-Sammeln fängt an mit einmal Happy Birthday und dann all together Happy Birthday. Okay? Und der Rest darf gerne mitgehen. Kommen wir jetzt zu einer Musikformation, die sich über die Jahrhunderte der deutschen Pipeline-Szene bewegt hat, nämlich die Happy German Bagpipers. Wo sind sie? Kommt doch mal nach vorne, Bettina! Nochmal einen riesen Applaus für die Happy German Bagpipers. Diese jungen Menschen, als Paula, die sind bald heute Morgen im Spiel, kommt jetzt entweder in der Innenstadt, ich bin gerne am Publikum. So, jetzt kommen wir wieder zu den Ernst der Geschichte zurück. Wir versuchen das alles zu schnell wie möglich auf den Platz zu bringen. Dann brauchst du nach Hause.
10 Minuten oder was? Geht ja. Heute Mr. William Alexander. Junge, für 5 Minuten. Heute wird 10 Minuten früher los. Guck mal, jetzt Fünf Bein, Senior Drummaker von Adam Tattoo. Die Hina Mari. Ui, ich hab die guten alles auf. Rose! One, two. Das ist ja laut. Oder ihr spielt noch gar nicht und ihr wollt es lernen, meldet euch bei der BAG einfach an info@bagv.de schreiben. Die Webseite nypb.de ist noch im Aufbau. Und dann werden wir sehen, wie wir euch ausbilden können und mit euren lokalen Werten verbinden. Also, ihr seid herzlich willkommen. Welche kann du dich auch spielen? Ich möchte auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir noch freie Plätze, we still have some free places for the summer school in Heuberg, the last week in July. Wir haben noch ein paar freie Plätze, wo Sie Pipes und Drums lernen können, auf der wunderschönen Burg Heuberg im Odenwald in der letzten Woche im Juli. So, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema. Das Pine Highland Gathering würde es heute so nicht geben, ohne Helmut Hornhäfer. Helmut Hornhäfer seit 1995 bis zum letzten Jahr 2022 Frontmann, kann man sagen, das Pine Highland Gathering, hat im Prinzip einen sehr, sehr großen Wert neben dem ganzen Team, was im Hintergrund oder neben ihm gearbeitet hat und so vielen anderen Leuten, aber hat er doch einen großen Beitrag zu diesem Gathering geleistet. Und darum wollen wir als Dankart Association of Germany ihm hierfür ganz besonders danken. Und ich bitte Helmut, mal zur Bühne. Ich kann nicht mehr lange halten. Nee. Ich habe für Helmut hier etwas sehr Schockiges. Das Quake. Die Top of Flames.